Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich eröffne die 6. Sitzung des Petitionsausschusses, begrüße alle Anwesenden ganz herzlich. Ganz besonders begrüße ich die Petentin Frau Hannemann und den Petenten Herrn Werner. Ich begrüße außerdem die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in E700, wohin also auch die Ausschusssitzung heute live übertragen wird. Es ist heute unsere erste gemeinsame öffentliche Ausschusssitzung in dieser Wahlperiode und ich möchte deshalb auch noch mal darauf hinweisen, dass es keine Anhörung ist, sondern eine öffentliche Ausschusssitzung. Die öffentlichen Anhörungen sind den Fachausschüssen überlassen und dort werden auch Experten geladen. Und unsere öffentliche Ausschusssitzung dient heute dazu, also mit den Petenten, also mit Frau Hannemann und Herrn Werner ins Gespräch zu kommen und auch mit den Ministerien und also uns auch Fragen beantworten zu lassen. Die Gäste auf der Tribüne möchte ich bitten, während der Sitzung von Beifalls- oder Missfallensbekundungen jeglicher Art abzusehen. Ich weise Sie darauf hin, dass private Filmaufnahmen und Tonaufnahmen untersagt sind und dass bitte die Mobiltelefone ausgeschalten werden. Ich begrüße auch die Journalistinnen und Journalisten ganz herzlich und hoffe auf eine interessante und anregende Berichterstattung. Und ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen über folgende Änderungen in der heutigen Sitzung informieren. Frau Kollegin Vosbeck-Kaiser übernimmt für die Frau Kollegin Letzius die Berichterstattung für die Fraktion der CDU-CSU zum Tagesordnungspunkt 1. Bei der Fraktion Die Linke übernimmt die stellvertretende Mitgliedschaft der Kollegin Dr. Tackmann die Kollegin Katja Kipping. Und Frau Kollegin Rüffer übernimmt die Berichterstattung zu Tagesordnungspunkt 2 für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Petitionen, die wir heute öffentlich behandeln, beziehen sich auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Dazu möchte ich auch ganz herzlich die Staatssekretärin Frau Lösekrog-Möller begrüßen. Mal auf anderer Sicht, sie saß sonst da drüben, also langjähriges Mitglied des Petitionsausschusses, kennt sich also im Verfahren und auch sicher mit dem Thema gut aus. Zum Ablauf möchte ich Folgendes hinweisen. Zu Beginn erhält also die Petentin und dann bei der zweiten Petition der Petent das Wort, um das Anliegen noch einmal darzustellen. Die Obleute der Fraktionen haben sich im Vorfeld darauf verständigt, dass nach dem Petenten dann zunächst die Berichterstatterin und Berichterstatter, gegebenenfalls dann ergänzend die Obleute sowie weitere Abgeordnete die Möglichkeit erhalten, Fragen zu stellen. Und damit so viel wie möglich Fragen gestellt werden können und Antworten gegeben werden können, bitte ich, die Fragen und die Antworten möglichst kurz zu halten und eventuell auf Vorbemerkungen zu verzichten. Die Vertreter des Ministeriums werden dann gebeten, die Fragen aufzunehmen und zu beantworten. Zum weiteren Ablauf des Verfahrens möchte ich insbesondere für unsere Zuschauer auch noch Folgendes hinzufügen. Wir werden also heute keine abschließende Entscheidung in den zugrunde liegenden Petitionsverfahren treffen. Das wird in einer der nächsten Sitzungen der Fall sein. Zunächst werden also die Erkenntnisse aus der heutigen Sitzung zusammengefasst und ausgewertet. Für den Tagesordnungspunkt 1 haben wir eine Stunde Zeit. Danach folgt dann der nächste Tagesordnungspunkt. Gibt es zu meinen Verfahrenshinweisen Wortmeldungen der Abgeordneten? Das ist nicht der Fall. Dann treten wir in die Beratung der Petition Arbeitslosengeld II, Abschaffung der Sanktionen und Leistungseinschränkungen, Sozialgesetzbuch 2 und 12. Und ich darf Frau Hannemann um Ihr Eingangsstatement bitten. Sie haben das Wort, Frau Hannemann. Bitte schön. Vielen Dank. Ich möchte erstmal alle begrüßen, sehr geehrte Damen und Herren des Petitionsausschusses, liebe Gäste, interessierte Menschen auch hier, auch im Nebenraum und bei der Live-Übertragung, liebe Medienvertreter und ganz besonders natürlich die ganzen über 90.000 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Petition. Hat mich unwahrscheinlich berührt, die große Solidarität, und dafür nochmal ganz, ganz recht herzlichen Dank. Der Deutsche Bundestag möge beschließen, die Paragraphen im zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherung für Arbeitssuchende, Paragraph 31 und 32 und im 12. Buch Sozialgesetzbuch ersatzlos zu streichen, die Möglichkeit von Sanktionen bzw. Leistungseinschränkungen beinhalten. Nun stellt sich die Frage, warum habe ich die Petition überhaupt gestartet?
Warum startet eine Jobcenter-Mitarbeiterin eine Petition, die doch in einem System arbeitet, die die Sanktionen befürwortet? Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, überhaupt nicht. Ja, es ist wirklich meine eigene Betroffenheit in all diesen ganzen 8 Jahren, die ich vor Ort erlebt habe, die ich in persönlichen Gesprächen mit den Erwerbslosen leidvoll mir angehört habe, die unter anderem mir in unzähligen vielen, inzwischen tausender Mails beschrieben werden. Und das ist eine Betroffenheit, wo ich sage, wir leben in einem Sozialstaat, in einem demokratischen Sozialstaat, wo Menschen durch Leistungskürzungen in existenzielle Not bis hin zur Obdachlosigkeit getrieben werden. Unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt die Schuldfrage kläre oder nicht. Und ich bin der Meinung, in einem Sozialstaat, vor allen Dingen in einem so reichen Sozialstaat, der wir sind, dass so etwas heutzutage nicht mehr passieren darf. Aber es passiert leider. Sanktionen bedeuten ja im Grunde genommen rein juristisch gesehen auch durch Gesetze angedrohte Strafmaßnahmen. Und die sind darauf ausgerichtet, Aktionen, konkrete Aktionen zu unterbinden und damit auch Normen durchzusetzen. So, das ist die offizielle Betitelung. Im SGB II, im SGB XII befinden wir uns damit im Sozialrecht, was die Leistungskürzung schlussendlich zur Folge hat. Selbstverständlich kann ich immer damit argumentieren, was ja auch die Bundesagentur für Arbeit sehr gerne tut, aber auch Politiker, dass die Agenda 2010 damals durch das Parlament legitimiert wurde und durchgeschoben wurde. Natürlich kann ich. Ich kann immer eine Begründung finden, warum etwas Negatives auch gut ist. Die Jobcenter sind als exekutive Behörde daran gebunden und führen das entsprechend aus. Nur frage ich mich und ich frage Sie auch hier die Mitglieder des Ausschusses, macht es damit das Sanktionsregime wirklich besser? Ist es eine Begründung? Ist es eine Bestätigung? Ja, wir dürfen den Menschen eine existenzielle Grundlage entziehen. Und da sage ich eindeutig, nein, es funktioniert nicht. Ja, vor allen Dingen nicht in einem Sozialstaat. Sanktionen oder auch allein schon deren Androhung führen in der Regel nicht zu einem positiven Effekt. Das haben jetzt zahlreiche Studien bestätigt. Die ersten Studien gab es ja schon 2008. Letztes Jahr gab es eine neue Studie aus Nordrhein-Westfalen, die das ebenfalls bestätigt hat. Und wenn ich aus meiner Praxis rede, da merke ich genau dieses, es hat keinen positiven Effekt. Die Menschen waren mal ganz einfach ausgedrückt, und ich vermeide hier jetzt ganz explizit auch die akademische Sprache, sie waren schockiert, sie waren erbost, sie waren entrüstet, und an wen lassen sie es aus? In der Regel an den Familienmitgliedern, aber spätestens an den Mitarbeitern in den Jobcentern. Wir haben Angriffe in den Jobcentern, verbale, wir haben tätliche Angriffe. Neuss 2012 war zum Glück bisher ein Höhepunkt, ein sehr, sehr negativer Höhepunkt, ja, weil die Menschen sich nicht mehr verstanden fühlen. Sie fühlen sich sozial isoliert und sie haben nur noch mit ihrem Überlebenskampf zu tun. Die Menschen merken jede auch 10-prozentige Kürzung. 39 Euro im Schnitt. Für 39 Euro telefoniere ich einen ganzen Monat. Für 39 Euro esse ich mal schon eine ganze Woche. Was tun die Menschen, wenn sie sanktioniert sind, auch mit in Anführungszeichen nur 10%? Sie verzichten tatsächlich aufs Essen. Ihre Kinder bekommen Essen, dafür sorgen sie. Aber sie selber essen zum Teil nur noch einmal im Monat, weil sie genau wissen, sie können sich's nicht mehr leisten. Wenn ich jetzt mal den Begriff Inklusion nehme, ist ja auch immer so ein Modebegriff, auch, dann spreche ich jetzt hier von der sozialen Inklusion. Und ich kann davon sprechen, dass die soziale Inklusion, die Rückführung auch in die Gesellschaft, auch mit Hartz IV in die Gesellschaft, die Rückführung in den Arbeitsmarkt mit den Sanktionen eindeutig in meinen Augen gescheitert ist. Und ich spreche hier inzwischen nicht mehr von Inklusion, sondern von einer Exklusion.
Ja, die Inklusion in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt ist mit Einführung der Agenda 2010 als auch mit Einführung und der verschärften Sanktionspraxis bei den jungen Menschen eindeutig gescheitert. Wie fungieren wir als Jobcenter? Wir fungieren als exekutive Behörde. Wir führen das aus, sozusagen, was man uns vorschreibt, und zwar von Seiten der Bundesagentur für Arbeit. Wir gucken nicht jetzt danach, ob das Gesetz durch das Parlament geschoben wurde oder sonst was. Das ist uns viel zu abstrakt da drin in diesem Bau. Ja, wir gucken auf die Weisung durch die Bundesagentur für Arbeit. Wir haben unzählig viele Weisungen. Im Schnitt immer über 900 pro Jahr. Die müssen wir erstmal schaffen zu lesen. Aber die größte Weisung, die wir haben, das sind die Weisungen zur derzeitigen Sanktionspraxis, zum derzeitigen Sanktionsregime. Ein Pamphlet in meinen Augen, was kaum zu schaffen ist, was auch kaum zu verstehen ist, selbst wenn wir Bildchen dabei haben, und aber auch ein Beweis anhand der vielen Klagen, Widersprüche vor Gericht, die zum Teil jeder zweite, dritte Klage stattgegeben wird, weil wir rechtswidrig handeln, weil die Menschen aufbegehren. Und sie begehren zum Glück berechtigt auf, sofern sie die Kraft haben, sofern sie das Geld haben, sich einen Anwalt zu besorgen, respektive den Beratungsschein. Aber dafür bedarf es Kraft, und das haben die Menschen nicht mehr. Und ich denke, wenn all die Menschen aufstehen würden, die sanktioniert sind und eine Klage einreichen, wäre unsere Erfolgsquote vor dem Sozialgericht noch viel, viel höher. Dann. Wir als Jobcenter fungieren sozusagen als paternalistischer Erziehungsstaat, und die Erwerbslosen mutieren wir zu Menschen, die erzogen werden müssen. Wir treten in die Funktion als Erziehungsberechtigte ein. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie selber, die Sie mir hier vorsitzen. Sie sind erwachsene Menschen, Sie sind volljährig. Und trotzdem behandeln wir diese volljährigen Menschen, gerade innerhalb der Sanktionspraxis, so, als wären sie minderjährig, als bräuchten sie unsere Hand mit dem Druck zu sagen, du hast das falsch gemacht, also mach es doch bitte richtig. Ja, volljährige Menschen bedürfen keine Erziehung durch ein Jobcenter. Wir maßen uns hier Menschenrechte an, die uns überhaupt nicht zustehen. Wir sind eine Behörde, wo Hilfe geleistet werden sollte, tatsächliche Hilfe. Wir sind aber bei weitem keine Erziehungsbehörde. Aber genau das üben wir in den Jobcentern Tag für Tag aus. In meinen Augen ein Skandal. Ja, in meinen Augen ist es ein Skandal, wenn wir erwachsene Menschen mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, ich nehme die jungen Menschen jetzt hier mal aus, erziehen müssen in dem Sinne, du machst das, was ich dir sage, und wenn du das nicht machst, dann wirst du schon spüren. Ja, als Kind kriegt man vielleicht Fernsehverbot. So, aber das Fernsehverbot zieht einem nicht die Lebensgrundlage unter den Füßen weg. Trotzdem weiß das Kind, ich werde geliebt von meinen Eltern. Trotzdem weiß das Kind, ich bekomme Essen. Ja, die Menschen, die Erwerbslosen in den Jobcentern, die wissen das in dem Moment nicht mehr. Die sind einfach nur noch berechtigterweise zornig oder sie resignieren. So, was sollen die Leistungsberechtigten denn tun? Was sollen die Menschen tun, die sanktioniert werden, die gar nicht mehr agieren können, die noch nicht mal mehr, wenn ihnen die komplette Leistung entzogen wird, sich noch nicht mal mehr eine Fahrkarte kaufen können? Und trotzdem müssen sie in das Jobcenter fahren, sie müssen erscheinen. Es funktioniert nicht, es funktioniert schon aus der reinen Logik nicht mehr, auch wenn ich jetzt nicht menschlich dieses begründe. Ich habe immer wieder, bekomme ich E-Mails, ich bekomme Anrufe. Teilweise stehen die Menschen vor meiner Tür und wissen nicht mehr weiter. Ja, wir haben im Schnitt über 10.000 Menschen im Jahr 2012 voll sanktioniert. Das bedeutet, die Menschen bekommen kein Geld, sie bekommen die Miete nicht mehr bezahlt, sie bekommen einfach nichts. Und gerade die Tage kam auch ein Fall bei mir rein, der mich unendlich schockiert hat. Ein Erwerbsloser mit einem Grad der Behinderung von 90 leidet unter schwerster Diabetes. Wenn man für Diabetes einen Grad der Behinderung von 90 kriegt, dann muss sie schon schwer sein. Dieser Mann wurde voll sanktioniert
aufgrund dessen, dass er sagte, er sieht es nicht ein, dass er einen Job annimmt, wo er 5 Euro brutto verdient. Ich verstehe ihn, natürlich, ein hochqualifizierter Mann, aber mit starker Diabetes. So, er bat mich um Hilfe. Die Hilfe kann ich ihm nicht leisten, definitiv nicht. Und er fragt mich zum Schluss tatsächlich, sehr geehrte Frau Hannemann, ist mein letzter Weg der Suizid? Ich finde es sehr, sehr erschreckend. Und da frage ich mich wirklich in dem Moment, wer übernimmt dafür die Verantwortung? Sind Sie das als Politiker? Ist es die Bundesagentur für Arbeit? Oder sind das nachher die Jobcenter? Ja, und das, ich sag mal, in einem von den vielen, vielen krassen Fällen, die ich habe. Ich rede hier nicht von leichten Fällen. Die kann ich beantworten. Aber ich schaffe es auch aus emotionalen Gründen schon kaum mehr, diese Fälle überhaupt zu lesen. Und ich habe eigentlich nur noch Angst, dass sich dieser Mann ja, von irgendeiner Brücke stürzt, weil er keinen Ausweg mehr hat. Und er weiß ganz genau, dass wenn seine Diabetes nicht behandelt wird mit Insulin, dann stirbt er sowieso. Aber aus der E-Mail kam heraus, auch das ist ihm inzwischen egal. Wer trägt hierfür die Verantwortung? Danke. Dankeschön, Frau Hannemann, für Ihre Ausführung. Wir kommen jetzt in die Berichterstatterrunde und Frau Vosbeck-Kaiser hat das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Hannemann, vielen Dank für Ihre Ausführung. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Bevor ich hier Mitglied des Bundestages war, habe ich viele Jahre im Gesundheits- und Sozialbereich gearbeitet und die Zusammenarbeit mit den Jobcentern ist mir aus meiner beruflichen Tätigkeit bekannt. Die Gewährung von Leistungen beruht ja bei uns auf dem Solidaritätsprinzip. Dieses Solidaritätsprinzip ist ja auch ein grundlegendes Prinzip unseres Zusammenlebens. Es besteht aus Geben und Nehmen, Rechte und Pflichten. Und welche Maßnahmen halten Sie jetzt, wenn Sie sagen, im Arbeitslosengeld II Sanktionen sollen wegfallen, geeignet, um oder würden Sie ansetzen, um Missbrauch zu verhindern? Dankeschön, Frau Vosbeck-Kaiser. Frau Hannemann, möchten Sie direkt antworten? Dann versuchen wir das mal in der Runde, dass die Fragen. Bitte schön, dann bitte, wenn es möglich ist, kurze Antwort und dann kommt Herr Pasch als Nächster, bitte. Frau Hannemann. Das ist korrekt. Wir leben nach einem Sozial- oder Solidaritätsprinzip. Wir leben aber auch in einem Rechts- und Sozialstaat. Und ich wundere mich immer wieder, dass immer erst die Frage kommt, wegen dem Missbrauch. Wieso geht man immer erst von einem Missbrauch aus und nicht von der Zahl, wo kein Missbrauch stattfindet? Wir haben Missbräuche bei Steuerhinterziehung, aktuell natürlich ein Fall. Wir haben natürlich auch Missbräuche im Hartz IV, das ist klar, das hat jede Gesellschaft in jedem Bereich. Ja, so, und welche Maßnahmen gibt es dafür? Es gibt im Grunde genommen nur eine Maßnahme, Zeit für die Menschen. Wir müssen uns die Menschen, die in das Jobcenter kommen, genau angucken. Genau heißt aber nicht mit dem negativen Vorgedanken, er bezieht Leistungsmissbrauch, sondern genau heißt, wer ist dieser Mensch von A bis Z? Ich will nicht deren Kontobewegung sehen oder sonst was, sondern als Mensch. Der Mensch bringt in der Regel Erfahrungen mit. Er bringt Schicksale mit, er bringt Positives mit. Wir müssen evaluieren, aber die Zeit haben wir leider nicht in den Jobcentern. Warum ist er in diesen Hartz-IV-Bezug gekommen? Was bezweckt er eventuell damit? Was will er? Und will er da rauskommen oder will er nicht da rauskommen? Wir haben alle Facetten im Jobcenter von Menschen. Ja, und meine Erfahrung in den ganzen 8 Jahren war tatsächlich, und ich hatte nicht nur den U25-Bereich, sondern alle Altersklassen, die Menschen wollen rauskommen. Aber sie haben sich wirklich einen Schutzpanzer umgelegt und sagen, Hartz IV ist cool, ja, ich brauche nicht arbeiten. Das ist die Angst vor dem Scheitern. Das steckt dahinter. Und das ist das, was ich erfahren habe, wenn ich mir Zeit genommen habe, wenn ich mit dem Menschen nicht 20 Minuten geredet habe, sondern 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Dankeschön, Frau Hannemann. Herr Paschke, bitte. Berichterstatter, SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Frau Hannemann, ich möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses wichtige Thema nochmal auf die Tagesordnung
des Bundestages gesetzt haben. Ich selbst war, bevor ich in den Bundestag gewählt wurde, unter anderem viele Jahre Mitglied im Beirat eines Jobcenters, kenne sehr viel ähnliche Fälle, die Sie auch geschildert haben, und habe sehr engen Kontakt mit Arbeitsloseninitiativen, bin selber Mitglied in einer. Das Prinzip des SGB II beruhte ja ursprünglich, als es eingeführt wurde, auf dem Bereich Fördern und Fordern. Ich muss gestehen, in den letzten Jahren hat das Fordern offensichtlich deutlich die Oberhand gewonnen und das Fördern ist ein bisschen nach meinem Eindruck vernachlässigt worden. Wir haben 2013 über 1 Million Sanktionen gehabt. Jetzt nochmal die Frage an Sie. Aus Ihrer Sicht können Sie mir sagen, sind die Sanktionen das wesentliche Problem oder könnten wir die Zahl der Sanktionen nicht deutlich reduzieren oder auch die Notwendigkeit von Sanktionen deutlich reduzieren, indem wir einen wesentlich stärkeren Aspekt auf das Fördern widerlegen? Und daran anschließend auch eine Frage an die Bundesregierung. Da würde mich noch mal interessieren, der ist ja auch ein enormer Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt, hinter den Sanktionen. Steht der denn in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel, was man mit den Sanktionen auch erreichen möchte? Das wäre es. Vielen Dank. Danke, Herr Paschke. Ich hatte jetzt keinen Blickkontakt mit Ihnen. Ich wurde unterbrochen. Dann würde ich bitten, Frau Hannemann die erste Frage und dann Frau Löse-Kuckmüller die zweite Frage von Herrn Paschke. Und dann als nächstes wäre Frau Kassner dran. Bitte schön, Frau Hannemann. Danke, Herr Paschke. Meine Petition läuft da eindeutig dahingehend aus, dass die Abschaffung der Sanktionen gefordert ist. Von dem her sage ich eindeutig ein Nein gegen Reduzierung der Sanktionen oder überhaupt auch Einschränkung. Sanktion ist eine Strafe. Sanktion heißt, ich entziehe dir irgendetwas. Die derzeitige Sanktionspraxis zeigt eindeutig auf, dass das gewollte Ziel mit den Sanktionen, ich bringe die Menschen unter Druck, schneller eventuell in Arbeit, weit verfehlt wurde. Wir haben einmal abgesehen davon, arbeitsmarktpolitisch gesehen, nie genügend Arbeitsplätze im Vergleich zur derzeitigen offiziellen Arbeitslosenzahl mit 3 Millionen. Dann von den inoffiziellen spreche ich jetzt gar nicht. Aber ganz klar ist, dass die Menschen dadurch sich nicht mehr bewerben. Ja, und sie kommen dadurch vor allen Dingen auch nicht schneller in einen, sage ich mal, Sozialversicherungsarbeitsplatz, von dem man auch überleben und leben kann. Die Sanktionspraxis führt, was ja auch eben die Studien ausgesagt haben, zur sozialen Isolation. Die Menschen gehen nicht mehr aus ihren Wohnungen raus. Die Menschen werden depressiv. Es steigen die psychischen, die psychosomatischen, aber auch die physischen Erkrankungen, was schlussendlich dazu führt, dass die Betroffenen in eine sogenannte Starre verfallen. Wenn man sich mal mit einem Menschen unterhält, der eine Depression hat, unabhängig der Sanktion, dann hört man ganz klar heraus, dass die Menschen sagen, wissen Sie, Frau Hannemann, ich befinde mich wie in einem Kokon. Ich sehe die Straße, aber ich sehe nur noch eine Einbahnstraße. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Der Kokon umhüllt mich sozusagen. Und wenn noch eine Sanktion dazu kommt, dann kommt eventuell noch eine schwere Depression oder Aggressivität dazu. Und deswegen sage ich eindeutig eine Reduzierung der Sanktionen oder dass man sagt, man evaluiert das vielleicht besser, was wir sowieso machen müssen nach dem Amtsermittlungsgesetz, hat keinen Sinn, sondern wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind, und zwar aus ihrer Not heraus. Dankeschön, Frau Hannemann. Frau Löse-Kuckmüller. Ja. Frau Vorsitzende, Frau Hannemann, werte Kollegen, meine Damen und Herren, ich freue mich auch, dass diese Petition heute hier besprochen und diskutiert wird. Und ich will, bevor ich in der Sache eingehe, einfach Frau Hannemann doch auch noch mal zum Ausdruck bringen, ihr Fallbeispiel mit dem insulinpflichtigen, aber offenkundig erwerbsfähigen Menschen.
Das ließ ja jetzt die Vermutung zu, dass wir uns allergrößte Sorge machen müssen. Soweit mir aber bekannt ist, ich kenne natürlich Ihren Einzelfall nicht, müsste diese Person selbstverständlich ja auch krankenversichert sein. Ich will das nur mal so in den Raum stellen, weil es sich ja auch lohnt, bei Einzelfällen, die man als Fallbeispiele nennt, zu versuchen, doch möglichst viel davon auch zu betrachten. Gleichwohl will ich Ihnen sagen, gerade auch Ihre Argumentation, die Sie soeben vorgetragen haben, lässt eher vermuten, dass es Ihnen darum geht, dass Sozialleistungen, und über die reden wir hier, bedarfsunabhängig und voraussetzungslos gewährt werden. Und das ist eben im deutschen Sozialrecht nicht vorgesehen und nicht der Fall. Unser SGB erwartet eigene Anstrengungen. Und wir haben bisher durch Ihren Vortrag sehr beleuchtet, was Ihres Erachtens die Konsequenzen von Sanktionen sind. Ich möchte gerne mal das Licht darauf richten, was im Vorfeld einer Sanktion stattfindet. Wir sagen grundsätzlich, erwarten wir Mitwirkung. Und wenn diese Mitwirkung, welcher Art auch immer sie erwartet wird, und der Gesetzgeber hat das festgelegt, dann werden Sanktionen ausgesprochen. Das heißt, dahinter steht ja auch ein Selbsthilfegrundsatz. Und deshalb denke ich, ist es ganz sicher richtig, wenn man das System insgesamt betrachtet, aber im Einzelfall auch schaut, woran ist denn diese Mitwirkung gescheitert? Was war da im Einzelnen los? Und da gibt es ja eine Fülle von Problemlagen. Ich bin selber viele Jahre Sozialarbeiterin gewesen. Ich weiß, da lässt sich das Leben manchmal gar nicht so einfach fassen. Das sind viele, viele unterschiedliche Lebenssituationen. Grundsätzlich müssen wir aber sagen, wir haben Sanktionsregelungen und das Bundesverfassungsgericht hat das festgestellt, die weder gegen das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums noch gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder gegen die Berufswahlfreiheit verstoßen. Auch der Gleichheitsgrundsatz ist gewahrt. Insofern ist der rechtliche Rahmen für das, was wir jetzt an Ausgestaltung haben, ganz seriös ausgefüllt. Gleichwohl will ich Ihnen sagen, ist auch die Bundesregierung und ist ja auch das Parlament insgesamt dabei zu sagen, wir schauen uns das permanent genau an. Ich weiß aus meiner Mitgliedschaft im Ausschuss Arbeit und Soziales, dass wir das in den letzten Legislaturen immer wieder parlamentarisch diskutiert haben. Und ich will Ihnen auch sagen, der Koalitionsvertrag, der die Grundlage für die Regierungsarbeit dieser Legislatur ist, der macht doch sehr deutlich, dass wir gerade in diesem Bereich handeln wollen, insbesondere bei dem Personenkreis der unter 25-Jährigen, weil da ganz besonders geschaut wurde, ist das eigentlich angemessen, was wir da haben. Da haben wir einen Prüfauftrag, dem wir auch sehr sorgfältig nachgehen. Und es gab einen anderen Ansatz noch, Herr Paschke hat danach gefragt, nämlich die Frage, brauchen wir nicht Rechtsvereinfachung? Ich übersetze das mal so. Also wie hoch ist der Aufwand, wie ist die Wirkung? Auch da gibt es eine Arbeitsgruppe, die hat im letzten Herbst ihre Arbeit aufgenommen. Soweit ich informiert bin, ist die Arbeit gut vorangeschritten, aber noch nicht zu Ende gebracht. Und insofern bin ich sicher, dass das Parlament auch in absehbarer Zeit eine Fülle von Vorschlägen erreichen wird, soweit der Gesetzgeber sich damit befassen muss, etwas zu tun, was Vereinfachung ist oder aber untergesetzliche Regelungen. Frau Hannemann, Sie sprachen zu Recht an. Das stimmt, ich kenne auch diese umfassenden Handlungs- und Geschäftsanweisungen der Agentur für Arbeit. Das ist in der Tat immer eine aufwendige Lektüre. Gleichwohl brauchen wir sie aber, weil wir einen anderen Bereich haben, der in den letzten Jahren auch sehr stark entwickelt wurde. Es ist nämlich die Frage des Ermessens, das ausgeübt werden kann und soll im Einzelfall. Ich glaube, genau über diese Abwägung sprechen wir hier. Insofern darf ich als Vertreterin des BMAS sagen, wir werden in dieser Legislatur die Praxis der Sanktionen und die gesetzliche Regelung anschauen. Allerdings will ich hier auch sagen, mit einer besonderen Perspektive für junge Menschen und gucken, was wir an Vereinfachung an dieser Stelle vorschlagen und dann auch realisieren können. Dankeschön, Frau Lösekopf-Müller. Frau Kastner, bitte. Ja, vielen Dank. Erstmal meinen
Meine große Anerkennung für das, was Sie auf sich nehmen, Frau Hannemann, um hier dieses Thema so grundsätzlich in den Raum zu stellen. Ich bin mit der Geschichte der Jobcenter auch sehr eng verbunden, war lange Jahre Mitglied einer Trägerversammlung und auch 2 Jahre als Geschäftsführerin eines Jobcenters tätig und habe dort sehr wohl gemerkt, dass es sehr enge Grenzen gibt, in denen man sich bewegen kann und dass viele Möglichkeiten eben nicht da sind, um den Menschen wirklich zu helfen, wieder in Arbeit zu kommen. Für mich wäre die Frage an Frau Hannemann, wo Sie sehen, dass vertrauensvolle Zusammenarbeit und mehr Möglichkeiten, um den Menschen zu helfen, den Weg wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen. Denn das ist wirklich so, dass das drastisch zurückgegangen ist, was dort an Möglichkeiten da ist. Ob Sie da eher Wege sehen, den Menschen zu helfen. Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, wurde durch Sie auch sozusagen Vorgaben auf Sie eingegangen, diese Sanktion durchzuführen? Wurde dort auch ein Druck ausgeübt? Und die zweite Frage, die würde ich gerne an Frau Lösekrug-Möller stellen. Ich habe Ihre Stellungnahme vom 11. März sehr ausführlich gelesen. Dort haben Sie erklärt, dass diese Sanktionen nicht gegen das Grundgesetz auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums stehen würden. Ich frage mich, ob Sie das auch ausdehnen auf Menschen, die in so einer Bedarfsgemeinschaft leben, also Menschen, die schon im Rentenalter sind oder Kinder oder Menschen, die nicht erwerbsfähig sind, die aber dadurch auch, so wie es Frau Hannemann schon geschildert hat, unmittelbar beeinflusst werden. Und Sie haben auch auf das pflichtgemäße Ermessen der Mitarbeiter in den Jobcentern abgestellt. Ja, das ist so. Aber wenn wir uns angucken, dass fast jede zweite Verhandlung vor den Sozialgerichten am Ende mit einem Scheitern dieser Sanktion verbunden ist oder auch bei den Widersprüchen vielen stattgegeben werden muss, auch fast jedem zweiten, dann muss man sagen, verlangt man den Mitarbeitern dort auch einfach zu viel ab. Dankeschön. Frau Kassner, Frau Hannemann hat das Wort zur Beantwortung der Frage. Bitte schön. Ich lerne es noch. Ich möchte gern auf die Aussagen des BMAS eingehen. So, Bedarfsunabhängigkeit betreffend oder versus auch Sanktionsunabhängigkeit, Fragezeichen. Natürlich, das Beziehen von Sozialleistungen, sei es jetzt Arbeitslosengeld 2 oder auch Sozialleistungen nach der Grundsicherung, setzt immer eine vorherige Bedarfsprüfung voraus. So, das passiert, sonst würden die Menschen das Geld natürlich auch nicht bekommen. Das heißt, es stehen keine weiteren materiellen Mittel zur Verfügung. Und die Menschen erhalten eine Leistung um das Existenzminimum, welches ein Überleben sichern soll, ausbezahlt sozusagen. Ich sage hier auch ganz klar, wir haben hier, diese Aussage lässt keinen Raum für eine Reduzierung unserer Grundrechte, dann auch nur auf den Kernbereich der physischen Existenz, sondern das Bundesverfassungsgericht von Urteil von 2010 sagt auch ganz klar, dass dieses dem Grunde nach unverfügbar ist und auch eingelöst werden muss. So, jetzt ist ja bekannt, dass ich keine Juristin bin. Und trotzdem habe ich mir natürlich ein paar Gedanken drüber gemacht. So, und wir haben im Bundesverfassungsgerichtsurteil 2 Entscheidungen zur Sicherstellung oder Sicherung des Existenzminimums. Dann einmal 2010 heraus aus der Menschenwürdegarantie und dem Sozialstaatsprinzip, was auch besagt, dass ein verfassungsunmittelbarer Leistungsanspruch auf ein Existenzminimum vorhanden sein muss. Und zwar, was einmal die physische Existenz betrifft, aber auch Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturell und auch politischem Leben umfasst. Der Mensch ist mehr als nur Essen. So. Das Bundesverfassungsgericht hat auch unter anderem festgestellt, Randvermerk 137, der gesetzliche Leistungsanspruch muss so ausgestaltet sein, dass er stets, ganz wichtiges Wort stets, das heißt immer, den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes
individuellen Grundrechtsträgers deckt. Das sind wir Menschen. In der Entscheidung aus dem Jahr 2012, also noch gar nicht so lange her, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, heißt es dann auch nochmals, dass ich zitiere, dass das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss, Randvermerk 120. Fasse ich das zusammen, dass nach dieser Rechtsprechung das Existenzminimum stets, das heißt also ausnahmslos und in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss. Danach lässt das Bundesverfassungsgerichtsurteil keine Ausnahme zur Unterschreitung des Existenzminimums. Es betont sogar noch zudem, dass dieser Anspruch auf dieses Existenzminimum, und wir reden hier von Leben und Überleben, unverfügbar sei. Das heißt, unverfügbar heißt, dass niemand, aber auch gar niemand, berechtigt ist, diesen Anspruch auf das Existenzminimum zu kürzen oder insgesamt zu nehmen. Für solch einen Eingriff in das Existenzminimum gibt es demnach auf der Grundlage der beiden genannten Entscheidungen keine Rechtfertigung. Überlege ich weiter. Eine weitere Überlegung ist es denknotwendig, ist ein Existenzminimum schon deswegen ein Minimum dessen, was ein Mensch benötigt, um in Würde zu leben. Und ein Minimum eines Minimums gibt es logischer oder denklogischerweise auch nicht. So, das mal in Kürze, diese Gerichtsurteile. So, wenn ich jetzt aber noch mal weiter denke an ihren Ausführungen, sage ich mal, befinden wir uns hiermit in einer Leistungsgesellschaft. So, wenn ich aber jetzt wiederum weiter denke, im Unterschied zur sogenannten Leistungsgesellschaft sind die Menschenwürde und der Sozialstaat auf ewig im Grundgesetz niedergeschrieben. Es ist eine Grenze, die nicht überschritten werden darf und doch immer wieder passiert. Jedes politische System, und wir befinden uns hier in einem politischen System, aber auch das wirtschaftliche System muss diese Werte achten. Dann, so, nun kann man das begrüßen, man kann es aber auch ablehnen, ja, je nach eigener persönlicher Auffassung. Ändern können wir es aber nicht, weder Sie noch ich. Ja, und zwar so lange zumindest wir unser Grundgesetz haben und solange es noch gilt. Weder das Volk noch eine Regierung. Auch der Einzelne, wir Einzelnen können auch nicht auf die Menschenwürde verzichten. Gut, wir haben ja derzeit das Prinzip fördern und fordern. Da komme ich jetzt, schwenke ich auch schon hin zur Frage von Frau Kassner. Das war, ja, genau, danke. Da hinten. Das Prinzip fördern und fordern. So, es ist das derzeit höchste Gebot nach dem Sozialgesetzbuch 2 zumindest. Wir finden das Fordern mehrheitlich leider in den Sanktionsparagraphen 31 und 32 und das Fordern, was hier auch schon von Herrn Paschke kam, tritt in den Hintergrund. So ist es. Was kann man tun für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit? Ich sage, es muss erstmal Vertrauen geschaffen werden. Wenn ich jetzt eine Ersteinladung rausschicke zu einem Menschen, der mir gänzlich unbekannt ist, diese Ersteinladung beinhaltet eine Sprache, die kaum verständlich ist, eine Behördensprache, die abstrakt ist, die komplex ist. Wie kann ich da schon Vertrauen aufbauen? Das funktioniert schon nicht. Bereits diese Ersteinladung beinhaltet schon die Androhung, wenn Sie nicht zu mir kommen, dann kürze ich erstmal 10%. Da frage ich auf der anderen Seite, die Menschen, die das lesen, verstehen die Menschen das? Wissen die dann überhaupt, was ist eine Regelleistung? Kennen sie die Höhe? Wissen sie daraufhin, was 10% sind? Das Vertrauen ist damit im Grunde genommen von vornherein schon wenig bis gar nicht gegeben. Ich habe das auch selber durchprobiert im Jobcenter. Und zwar diese, ich sag mal, unsäglichen Ersteinladungen habe ich umformuliert auf nettere Kennenlerneinladungen. Ich habe nicht mit Sanktionen gedroht, sondern ich habe eingeladen zu einem Gespräch, dass wir uns erstmal kennenlernen. Die Menschen sind nach dieser Einladung zu 100% gekommen. Und zwar positiv, dass es hieß, es ist ja mal ein anderer Brief, ich hatte keine Angst.
Ob das jetzt genormt war, richtig war innerhalb eines Topsenders, dass ich so agiere, das weiß ich nicht. Das ist mir auch ziemlich egal, weil ich wollte, dass die Menschen ohne Angst zum Erstgespräch kommen. So, das wäre schon mal eine Maßnahme, die Ersteinladung menschlicher zu gestalten. Die zweite Maßnahme ist, wir brauchen in den Jobcentern mehr Zeit. Wir haben für die Erwerbslosen ganz, ganz wenig Zeit. Und ich spreche jetzt hier nur aus der eigenen Praxis in der Arbeitsvermittlung, nicht aus dem Leistungsbereich. Dann 20, 30 Minuten ist zu wenig. Natürlich kann ich Sie am nächsten Tag wieder einladen und am übernächsten Tag wieder. Das sind Kosten, das können die Menschen gar nicht tragen. Das sind Kosten, selbst wenn wir anbieten, die Fahrtkosten zu übernehmen, die ich vor Ort gar nicht begründen kann. Weil es ja heißt, es reicht, jeden Monat oder alle 3 oder alle 6 Monate einzuladen. Wir müssen Zeit haben, wir müssen zuhören können. Wir sind aber auf dieses Zuhören, auf Empathie, auf Pädagogik, auf Psychologie, zumindest Grundpsychologie, kaum geschult. Wir haben Mitarbeiter, das sind Psychologen, die aber ihr psychologisches Wissen gar nicht anwenden können und nicht dürfen. Wir sind nicht geschult, sondern wir sind darauf hingehend geschult, wie sanktioniere ich rechtssicher und wie formuliere ich eine Eingliederungsvereinbarung rechtssicher. Aber wir sind nicht auf Menschen geschult. Und hier fordere ich sehr, sehr gute, ausschweifende Qualifizierung für die Mitarbeiter, und zwar in Sachen Kommunikation, in Sachen Empathie, Verwaltungsethik, aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, auch Verwaltungsrecht. Ich kann mich nur empathisch, menschlich verhandeln, wenn ich auch das Recht kenne. Das Verwaltungsrecht ist uns gänzlich unbekannt. Wir kennen das SGB II in Verbindung gerade mit Weiterbildung mit dem SGB III. Wir kennen aber kaum das Amtsermittlungsgesetz, noch kennen wir andere Gesetze. Schwerbehindertenrecht, auch diese werden gleich behandelt, wie einer, der nicht schwerbehindert ist. Wir kennen auch nicht die Gesetze im Jugendhilfebereich. Auch das ist nochmal ein extra Gesetz. Ja, und wenn ich das alles mal zusammennehmen würde und dann in einen Topf und geschult bin, dann könnte vielleicht etwas mehr Menschlichkeit in die Jobcenter gelangen. Ganz kurze Antwort zum Vorgehen, Sanktionsquote oder so. Nein, ich selbst habe persönlich nie durch eine Führungskraft eine Sanktionsquote erhalten. Ich selbst habe Sanktionsquoten auf Zetteln in Statistiken gesehen. Das war 2006, das war 2007. Seitdem ist das zum Glück nicht mehr. Was mir regelmäßig entgegenkam, war, dass immer drauf geguckt wird, dass zeitnah sanktioniert wird und dass wir darauf zu achten haben. Danke. Dankeschön, Frau Hannemann. Frau Müller-Gemmecke, die Berichterstatterin für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Hannemann, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Und es ist gut, dass durch Ihre Petition und natürlich auch heute durch die öffentliche Ausschusssitzung das Thema Sanktionen nochmal in den Mittelpunkt rückt und zu Diskussionen führt. Meine erste Frage ist, Aufwand, Nutzen und Wirkung müssen ja immer irgendwie im Verhältnis stehen und das gilt natürlich auch bei den Sanktionen. Wenn ich jetzt mal annehme, dass eine Sanktionsverfügung rund 15 Minuten dauert und wir ungefähr 1 Million Sanktionen im Jahr haben, dann habe ich berechnet, würden ja allein 120 Beschäftigten das ganze Jahr über also nichts anderes tun, als diese Sanktionsverfügung bearbeiten. Räche ich da richtig? Ist es wirklich ein großer Aufwand? Und auf der anderen Seite, wie ist die Wirkung? Vielleicht schreiben Sie einfach noch mal, was Sanktionen bewirken, beispielsweise die Totalsanktionen bei unter 25-Jährigen. Meine Frage ist also, stimmt dieses Verhältnis Aufwand und Nutzen und welche Unterstützung wäre eigentlich stärker notwendig? Meine zweite Frage ist, Sie haben es vorhin angesprochen, dass Sie gesagt haben, Erwerbslose wollen Ihrer Meinung nach arbeiten. Wenn es dann doch zu Verstößen kommt, dann frage ich mich, was sind die Gründe von den Verstößen? Und ich würde Sie bitten, einfach nochmal aus der Praxis heraus zu verdeutlichen, was führt den Menschen dazu, dass sie beispielsweise einen Job ablehnen oder eine Arbeitsgelegenheit oder eine Weiterbildung oder sonst was ablehnen. Dass Sie das einfach mal deutlich machen, wie kommt es dazu?
Dankeschön. Da wir jetzt die eine Frage aufgenommen hatten von Frau Kassner, was das BMAS betrifft, wird Frau Lösekrug-Möller erst diese Frage noch beantworten. Dann Frau Hannemann, bitte die beiden Fragen von Frau Müller-Gemecke. Und die Intensität der Antwort richtet sich, macht dann aus, wie viel Zeit wir noch für weitere Nachfragen haben. Jetzt hat Frau Lösekrug-Möller das Wort. Also ich versuche das auch schnell zu machen, weil wir haben ja auch schon zumindest im Parlament durch ganz viele kleine Anfragen und schriftliche Fragen viele Details im Raum, aber trotzdem. Ich will auf alle Fälle, Frau Kassner, zu Ihnen noch mal sagen, wie wirkt sich das aus auf Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft? Das ist doch Ihr Thema, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es wirkt sich aus. Wir haben aber auch eine Regelung, die zum Beispiel da, wo in Bedarfsgemeinschaften minderjährige Kinder sind, klare Regelungen zum Schutz. Ist ganz sicher in der politischen Debatte, dafür habe ich persönlich auch Verständnis, immer die Frage, wann das Sachleistungsprinzip greift und wann es finanzielle Leistungen sind. Dennoch muss man sagen, auch Sachleistungen sind geldwerte Leistungen. Insofern erfüllen wir unsere Verpflichtung. Und ich teile noch mal die Einschätzung, dass es wirklich auch einerseits eine große Belastung und Herausforderung ist, ermessen auszunutzen und das zum wirklich auch zum Wohle der Betroffenen. Aber gleichzeitig will ich nur sagen, die Fülle der Wechselfälle des Lebens macht es aber auch logisch zu sagen, das ist sinnvoll, dass dort Ermessen ausgeübt werden kann, weil wir gar nicht bis ins Detail jeden Sachverhalt vorab klären können. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war auch in den 7 Jahren, in denen wir jetzt in diesem Feld ja auch agieren, es immer wieder ein Thema, genau Ermessensspielräume eher auszuweiten, weil inzwischen viele, Frau Hannemann hat das ja auch beschrieben, mit großer Erfahrung und viel Sachkompetenz dabei sind, eine möglichst gerechte Lösung herbeizuführen. Das ist das eine. Frau Hannemann, Sie haben die beiden Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus 2010 und 2012 noch einmal vorgetragen. Ja, die hat es gegeben. Und genau diese Urteile nehmen wir zum Anlass, uns bestätigt zu fühlen in der Frage, wie die Rechtsetzung an dieser Stelle durch uns erfolgt. Wir sehen eben nicht, dass wir gegen diese Urteile verstoßen, in keiner Weise. Wir sagen aber eben auch, das hatte ich in meinem ersten Statement schon erläutert, wir wollen schon anschauen, wie das ist mit Sanktionen für junge Menschen, und wir gucken auch, möglichst Verwaltung zu vereinfachen, weil wir auch da, das ist ja eben gerade auch von Frau Müller-Gemmecke nochmal hochgerechnet worden, sagen, es muss auch eine Angemessenheit im Umgang mit dem Gesamtprozedere geben. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und wenn man das so hochrechnet, dann denkt man, oh Donnerwetter, machen die nichts anderes als Sanktionen den ganzen Tag. Ich will aber allen, die hier zuschauen oder zuhören, auch sagen, wir haben aber Millionen von Bescheiden jeden Tag. Und zweifellos ist es so, dass ein kleinerer Teil Bescheide sind, die Sanktionen betreffen. Und es ist hier mehrfach auch angesprochen worden, wie sieht es eigentlich aus, wie viele davon werden in einem Widerspruchsverfahren sozusagen verworfen, wie viele landen vor Sozialgerichten und wie fallen da die Urteile aus. Und dann kann man immer sagen, es ist viel oder wenig. Wir haben ganz über den Daumen eine Regel, dass man sagen kann, also jedes zweite Verfahren ist erfolgreich für die eine oder andere Seite. Das gibt natürlich auch einer Bundesregierung und sicher einer Bundesagentur für Arbeit zu denken. Daran arbeiten wir, dass diese Zahl sinkt. Soweit ich weiß, ist es auch der Fall. Aber ich will einfach noch mal auf sozusagen das Petitum von Frau Hannemann zurückkommen, deren Lösungsvorschlag ja ist, gänzlich auf Sanktionen zu verzichten. Meines Erachtens würde das dann zwar den Aufwand auf Null bringen, logischerweise, aber es gäbe sozusagen keine Möglichkeit mehr, darauf hinzuwirken, dass jemand, der diese Leistungen in Anspruch nehmen möchte, auch zur Mitwirkung verpflichtet ist. Und zwar sozusagen vom ersten Moment an. Das kann man daran festmachen, dass wir erwarten, ja, dass jemand Termine wahrnimmt, ja, dass jemand Unterlagen beibringt, ja, dass jemand reagiert, wenn es ein Angebot gibt auf Qualifizierung, Weiterbildung, wenn es sich darauf bezieht, dass es einen Vorschlag gibt, eine Beschäftigung anzunehmen. Ja, immer erwarten wir, dass jemand, der einen Anspruch auf Leistungen hat, sozusagen mitwirkt. Das ist die andere Seite, die ich einfach auch noch mal beleuchtet wissen will in diesem Zusammenhang.
Dankeschön, Frau Lösekrug-Möller. Frau Hannemann, bitte zur Beantwortung der Fragen von Frau Müller-Gemmecke, bitte. Möglichst kurz, dass wir noch Möglichkeiten zum Fragen haben. Ja. Vielen Dank, Frau Müller-Gemmecke. Ich muss Sie korrigieren. Was Sie in Ihrer Berechnung vergessen haben, ist, dass mit jeder durchgeführten Sanktion erst eine Anhörung stattfindet. Das heißt, wir haben hier ebenfalls den administrativen Aufwand für die Anhörung, dass der Betroffene sich entsprechend äußern kann. Ich habe mal versucht, Ihrer Berechnung irgendwie zu folgen. Und wenn ich jetzt sage, wir brauchen 30, 35 Minuten, möchte ich ganz kurz erklären, wie wir auf die Gesamtanzahl der Mitarbeiter schlussendlich kommen. Wenn ich rund 1 Million Sanktionen habe, das ist ja so der Schnitt der Zeit, komme ich insgesamt auf nachher 30 Millionen Minuten. So, diese 30 Millionen Minuten teile ich durch 60 dann und komme schlussendlich auf Gesamt, angenommen wir brauchen 30 Minuten, auf 500.000 Stunden. Hört sich schon mal nach einer Menge an. Wenn ich jetzt diese 500.000 Stunden nehme, teile ich sie durch einen Arbeitstag im Schnitt von 8 Stunden und erhalte schlussendlich nachher 62.500 Tage. Geteilt durch eine 5-Tages-Woche bekomme ich nachher 12.500 Wochen. Und wenn ich das nun durch die Gesamtanzahl der Mitarbeiter oder um dahin zu kommen, teilen möchte, habe ich 52 Wochen und benötige, ohne dass ich dem Mitarbeiter überhaupt Urlaub gewähre, die arbeiten bei mir 52 Wochen durch, rund 240 Mitarbeiter. Ich bin großzügig, ich gönne 6 Wochen Urlaub, dann haben wir rund 272 Mitarbeiter. So, diese 272 Mitarbeiter tun nichts anderes, wie sich mit der Sanktionsanhörung und Sanktionsverfügung zu beschäftigen. Jetzt ist das interne System nicht sehr einfach. Ich mache eine Sanktionsverfügung, das ist der richtige Begriff, muss in ein anderes System hineingehen, in die Eingliederungsvereinbarung, in Verbis, und muss im Grunde genommen mit Steuerung und Copy diesen Text in die Verfügung rüberkopieren und einfügen. Das System macht das nicht automatisch. So, deswegen brauche ich die 30 Minuten. Wir haben hier die ganzen Widersprüche, Klagen, überhaupt noch gar nicht mit drinne, die ja dann auch kommen. Das verbraucht ja noch mal viel, viel Zeit. Also, wenn ich das jetzt mal umrechne nur auf die Mitarbeiter und deren Kosten und ich rechne das hoch, Eingruppierung im Schnitt nach E9, dann kommen wir auf schon 10 Millionen Euro nur Verwaltungskosten für die Sanktionspraxis. So. Sie fragten weiterhin noch nach den Gründen der Verstöße. Was führt dazu, dass die Menschen Maßnahmen nicht annehmen oder auch Arbeitsplätze nicht annehmen? Es führt, ich sag mal, die Intelligenz dieser Menschen dazu. Die Menschen merken, dass eine sinnlose Maßnahme, 5-mal um den Park herumrennen oder durch die Alster, in ein fünftes Bewerbungstraining, in eine Maßnahme, wo pseudomäßig tapeziert werden soll. Sie merken genau, das bringt mir gar nichts und lehnen das deswegen ab. Die Menschen, was fordern die Menschen? Die fordern eine Qualifizierung, die sie in den Arbeitsmarkt zurückbringt. Und nicht eine Qualifizierung, die schön auf dem Papier aussieht, aber mehr auch nicht. Was sind noch weitere Gründe, dass man sich für einen Job nicht bewirbt? Der prekäre Arbeitsmarkt. Wir haben über 30% in der Jobbörse derzeit, also bei 37% sogar, den prekären Arbeitsmarkt. Das heißt, ein Niedriglohnsektor, 5 Euro, 6 Euro. Und ich spreche nicht von dem Mindestlohn, der derzeit diskutiert wird. Ja. Wir haben in der Jobbörse viele Minijobs, auch von denen kann man nicht leben. Die Menschen sind so schlau, dass sie sagen, ich bleibe im Konstrukt der Jobcenter als Aufstocker. Ich bleibe allen Regularien unterworfen wie einer, der nicht arbeitet. Ich habe ein Studium, ich habe eine Fachausbildung. Und selbst wenn ich keine Berufserfahrung habe, ich bin mir aber was wert. Ja, und dieses Wertsein, das ist nun mal auch eine Gegenüberstellung, was bekomme ich als Lohn. Und es ist nichts Erniedrigerendes, als für 5 Euro zu arbeiten. Allein schon vom Gefühl her. Und allein das Wissen, ich komme doch nicht vom Jobcenter los. Die Zeit- und Leiharbeit, die führt im Schnitt, das sagt selbst der Hauptpersonalrat der Bundesagentur für Arbeit, nach rund 3 bis 6 Monaten wieder in das Jobcenter zurück. Wir haben einen Drehtüreneffekt.
Wir haben in dem Moment eine schöne Statistik, aber wir haben nicht mehr daraus. Wir haben keine oder ganz, ganz wenige dauerhafte Arbeitsplätze. Dann, was führt noch dazu? Wenn Sie zu Termin nicht kommen, das ist der häufigste Sanktionsgrund mit rund 70%. Die Menschen erwarten tatsächliche Hilfe. Und sie wissen, in 10 Minuten, in 20 Minuten bekommen sie sie nicht. Und sagen sich, wozu soll ich, in Hamburg kostet ein Ticket rund 6 €, wozu soll ich die 6 € ausgeben für Hilfe, die ich nicht erhalte? 6 €, da esse ich einen ganzen Tag von, rechnen sich die Menschen. Die Menschen rechnen mit Broteinheiten. Es ist erschreckend. Ja, und sie wissen ganz genau, nicht immer bekommen sie die Fahrtkosten erstattet. So, und dann noch ein ganz kurzer Hinweis, warum man nicht auch krankenversichert ist. Wenn die Vollsanktion ist, wird auch der Krankenversicherungsschutz entzogen. Ja, außer man kriegt gütigerweise einen Lebensmittelgutschein. Dankeschön, Frau Hannemann. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit. Wir haben noch 3 Wortmeldungen, das ist Herr Schwarze, Frau Kipping und Herr Baumann. Die würde ich jetzt nacheinander dran nehmen. Frau Rüffer, dann bitte vielleicht die kurzen Fragen, die sammeln wir dann und diejenigen, die beantworten sollen, nehmen Sie bitte auf, Frau Hannemann und Frau Löse-Kruckmüller, und dass wir hier noch eine kurze Beantwortungsrunde machen. Herr Schwarze, bitte. Von meiner Seite auch nochmal danke, dass wir heute so zusammensitzen. Ich glaube, wir kennen das alle aus unserer Wahlkreisarbeit, dass wir als Abgeordnete sehr oft auch zum Mittler werden, zwischen dem Klienten der Arbeitsagentur, des Jobcenters und der Behörde dann selbst. Und da hätte ich schon noch mal eine Frage auch ans Ministerium. Einmal in dem Bereich, was kann man machen, das Ganze verständlicher zu formulieren? Verständliche Sprache ist ja auch ein Thema, was wir hier immer haben. Um schon mal eine ganze Reihe von Missverständnissen aus dem Weg zu räumen im Vorfeld. Und was mich interessieren würde, das Ministerium hat das eben ausgeführt, Frau Löse-Kuck-Möller, der Bereich der unter 25-Jährigen und welche verschiedenen Modelle dort angedacht werden und wie vielleicht auch eine Verbindung zur Jugendhilfe gesehen wird. Also in den Bereichen tauchen bei mir eine ganze Reihe von Problemen auf, und wenn das mit beleuchtet wird in Ihren Untersuchungen, wäre das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dankeschön, Herr Schwarze. Frau Löse-Kuck-Müller hat aufgenommen. Frau Kipping, bitte. Ja, vielen Dank für Ihr Engagement, Frau Hannemann. Sanktionen führen zur Existenzangst, ja, Existenznot. Und so manche Sanktionen, die Androhung der Sanktionen führt bei so manchem dazu, dass überhaupt nicht der Antrag gestellt wird oder sie verschwinden aus dem System rein. Statistisch gesehen kann man das dann als einen Erfolg verkaufen, ein Hilfebedürftiger weniger. Was verstecken sich in der Praxis für Schicksale hinter diesen angeblich statistischen Erfolgen, wenn Menschen aus Angst vor Sanktionen zum Beispiel überhaupt gar keinen Antrag mehr stellen oder aus dem System verschwinden? Dankeschön, Frau Kipping. Herr Baumann, bitte. Ja, aufgrund der Zeit nur 2 ganz kurze Fragen. Der überwiegende Teil der Betroffenen kommt ja seinen Verpflichtungen in der Arge nach, und deswegen die Frage an die Staatssekretärin: Von welchem Prozentsatz reden wir überhaupt der Hartz-IV-Empfänger, bei denen es Sanktionen gibt? Und die 2. Frage: Was sind denn jetzt die Prozente der Begründungen, warum Sanktionen ausgesprochen werden? Sind es Termineinhaltungen, sind es mangelnde Bewerbungen oder was sind die Gründe? Und die Frage ist ja auch, wenn der überwiegende Teil seinen Pflichten nachkommt, kann ich den anderen das nicht nachgeben, wenn sie einfach Termine nicht einhalten sollten. Deswegen nochmal konkret die Zahlen. Dankeschön, Herr Baumann. Frau Rüffer, bitte. Ja, danke, Frau Hannemann, für die Petition. Es ist eigentlich traurig, dass man eine solche stellen muss. Sie haben angesprochen die Situation von Menschen mit Behinderungen. Und da hatte ich eine Frage an Frau Löse-Kruck-Möller. Inwiefern sind Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung in besonderer Weise von Sanktionen betroffen? Und inwieweit gibt es besondere Probleme aufgrund der Verständigungsprobleme zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Leistungsberechtigten auf der anderen Seite? Und inwieweit ist es ein Problem, dass spezifische Beeinträchtigungen, also zum Beispiel psychischer Art, die Zusammenarbeit besonders schwer macht? Wo sind die besonderen Probleme? Und inwieweit ist, ich glaube, ich kann das verneinen, aber inwieweit gibt es ausreichend qualifiziertes Personal, um sich diesen Problemen im Einzelfall dann aufzustellen?
Dankeschön. Das waren jetzt 3 Anfragen an das BMAS und eine an Frau Handemann. Würde ich Frau Löse-Kruckmüller zuerst bitten zu antworten und dann abschließend Frau Handemann. Ja, gerne. Als erstes mal, Herr Schwarze, ja, leichte Sprache ist sozusagen ein Dauerthema. Selbst mir geht es so, wenn ich gelegentlich Bescheide von Behörden habe, dass ich mich frage, ist das jetzt eine gute Nachricht oder nicht? Also ich glaube, wir alle kennen das aus der täglichen Praxis, dass da häufig zwar Deutsch geschrieben wird, aber wir es irgendwie übersetzen müssen. Und wer ist schon, sind wir alle in der Lage, das gut zu tun? Also es ist ein permanentes Thema. Ich weiß, dass der Petitionsausschuss sich diesen Fragen in den letzten Jahren auch besonders häufig angenommen hat. Man muss sagen, leider aus gutem Grund. Und ich will sagen, auch da können wir ganz sicher viel verbessern. Also ich würde mir wünschen, wenn vom Petitionsausschuss in dieser Hinsicht nochmal ein Impuls ausginge, damit wir in verständlicher Sprache auch, egal welche Behörde, Bürgern und Bürgerinnen gegenübertreten. Die Frage der Überprüfung der Sanktionen für unter 25-Jährige, das war jetzt die zweite Frage. Ja, das ist im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass wir das prüfen und dass wir zum Beispiel auch schauen, kann es nicht besser werden für junge Menschen, wenn Behörden stärker zusammenarbeiten. Wir sehen, dass das zum Beispiel in Hamburg gut gelingt. Die haben das Konzept der sogenannten Jugendberufsagenturen, weil es ein besseres Zusammenspiel geben kann. Wer würde das bestreiten zwischen Schule, Jugendamt, Jobcenter und Agentur für Arbeit? Das ist das Ziel. Das klingt erstmal so einfach, aber man muss datenschutzrechtliche Fragestellungen auch zufriedenstellend lösen in dieser Hinsicht. Aber ich will sagen, da sind wir dran als Regierung und ich bin sicher, dass wir da in absehbarer Zeit auch dem Parlament einen Vorschlag unterbreiten können, weil wir da auch Handlungsbedarf sehen. Zu viele junge Leute gehen im Übergang von Schule zu Ausbildung verloren, in diesem Sinne, dass wir sie dann einfach nicht wiederfinden im System. Das ist unbefriedigend. Und wir wollen auch drauf schauen, was wir genau für sie tun können, damit sie einen guten Einstieg bekommen. Frau Kipping, Sie haben keine Frage gestellt, aber gesagt, Sie befürchten eigentlich, dass ganz viele aus der Statistik fallen, weil sie aus lauter Sorge vor Sanktionen gar keinen Antrag stellen. So habe ich Ihre Argumentation gesehen. Sie werden verstehen können, dazu gibt es keine Zahlen. Also insofern kann es auch nicht unbedingt einen statistischen Erfolg geben, weil erst in dem Augenblick, wo jemand einen Antrag stellt, ist er sozusagen in unserem Erfassungssystem. Deshalb bin ich einfach nicht auskunftsfähig dazu. Ich persönlich würde sehr bedauern, wenn jemand aus der Sorge, er könnte eine Sanktion erfahren, sie oder er, bereits gar keinen Antrag stellt. Mir ist sowas persönlich nicht bekannt und ich hoffe, dass man da auch genügend Vertrauensarbeit macht, weil Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Rechtsansprüche sind der Menschen, die da die in schwierigen Lebenssituationen sind. Herr Baumann hat gefragt, ja, wie viele sind es denn eigentlich mit den Sanktionen? 3%, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, sind ein wenig mehr Männer als Frauen. Und Frau Rüffer, das war die Frage, Menschen mit Behinderungen, wie sieht das eigentlich aus? Verständigungsprobleme. Also wir wissen, dass Menschen mit Behinderungen natürlich auch zusätzliche Beratungsangebote haben, jenseits der Jobcenter. Und ich hoffe sehr, dass Sie sie in Anspruch nehmen. Vielleicht ist es eine gute Idee, auch da zu schauen, wie wir das bei jungen Leuten jetzt machen wollen. Wie kann man das noch besser verknüpfen? Aber das sei mal dahingestellt. Verständigungsprobleme kann es ja ganz unterschiedlicher Art geben, je nach der Art der Behinderung zum Beispiel. Gibt es ja auch einen Anspruch sozusagen auf Hilfe und Begleitung. Und es gibt einen Personenkreis, bei dem es, glaube ich, besonders schwierig ist. Das sind jene Menschen, die unter psychischen Belastungen leiden oder gar erkrankt sind. Wir haben in letzter Zeit viel Wert darauf gelegt, dass es besondere Fortbildungsmaßnahmen gibt, weil wir auch glauben, da ist eine hohe Empathie erforderlich. Frau Hannemann sprach darüber, weil es besonders schwierig ist, den Bedarf oder die Lebenssituation überhaupt zu erfassen. Da ist in letzter Zeit viel passiert, was Fort- und Weiterbildung anbelangt. Ich nehme an, da können wir noch besser werden, als das derzeit ist. Aber da befinden wir uns auch in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess, der insgesamt eine höhere Sensibilität dieser Personengruppe gegenüber ausmacht. Dankeschön, Frau Löse-Kruckmüller. Herr Baumann, Nachfrage? Die Gründe für die Sanktionen. Achtung. Gründe für die Sanktionen. Entschuldigung, Gründe für die Sanktionen.
Da muss ich mal schauen, ob ich dazu was habe, sonst liefere ich das auch gerne schriftlich nach. Das würden wir uns alle wünschen. Ja, ich glaube, das mache ich besser so, dann haben Sie auch belastbares Material dazu. Ist es in Ordnung? Das ist somit vereinbart, Herr Baumann, für alle. Für die Obleute bekommen dann die Unterlagen, die nachgereicht werden. Und Frau Hannemann hat jetzt zur Beantwortung der Frage von Frau Kipping und abschließend das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Kipping. Diese Zahlen sind tatsächlich schwer zu evaluieren. Es stellt sich aber die Frage, in welchem Milieu befindet man sich? Wo verbringe ich Teil meiner Interessen? Und Teil meiner persönlichen Interessen ist genau dieses, in Anführungszeichen, Milieu, wo man diese Menschen trifft, die sich nicht trauen. Es wird hier immer so schön von Einzelfällen gesprochen. Nein, ich spreche hier bei Weitem nicht mehr von Einzelfällen. Es gab ja mal letztes Jahr eine Zahl, dass sich rund 3 bis 4 Millionen Menschen sich weder beim Grundsicherungsamt noch im Jobcenter melden, aus Angst vor der Bürokratie, aus Angst vor Schikane, aber auch aus Gründen der Scham. Ja. Ich glaube, diese Zahl ist jetzt mein reines subjektives Empfinden, ist nicht beschönigt. Immer wieder treffe ich auf Menschen, die sagen, wissen Sie, ich mache lieber Platte, bevor ich in irgendeine Behörde gehe. Und das sind jetzt nicht Menschen, wo man ein klassisches Bild vor sich hat, 40, 50 gescheiterter Architekt oder sonst was. Marschieren Sie mal durch Hamburg. Der Anteil der jungen Menschen, die sozusagen Platte machen, es wird in meinen Augen immer größer. Die sind hilflos, die wissen nicht mehr. Sie wollen wissen aber eines, sie werden keinen Fuß in irgendeine Behörde setzen. Und vielleicht sollte man einfach mal eine empirische Studie aufgeben, dass man genau in diese sozialen Brennpunkte sich hineinbegibt. Und zwar jeder, ist unabhängig der Fraktion und sich da mal ein Bild macht. Und ich glaube, wenn wir das hochrechnen, dann haben wir eine sehr realistische Zahl einfach. Ja. Gut, jetzt mein Schlusswort. Möglichst kurz, bitteschön. Ja, ich kann stundenlang reden. Nein, aber das gut. Weiß ich doch, deswegen habe ich ja den Zusatz gemacht. So, bitte, Frau Hannemann. Gut, ich bedanke mich bei allen, die mir Fragen gestellt haben, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bedanke mich auch für das Interesse. Ich bedanke mich auch für die durchaus kritische Ausführung durch das BMAS. Ich liefere Ihnen auch gerne die Zahl der Sanktionen und auch die korrekte Zahl der Anzahl der Sanktionen im Prozent. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern im Nebenraum, hier oben auf der Tribüne. Ihr wart fabelhaft und habt euch an die Regeln gehalten. Vielen Dank. Gut. So, und was ist jetzt mein Wunsch und Ziel? Mein abschließender Wunsch, großer Wunsch ist, dass diese Thematik weiterhin im Bundestag bleibt und auch in die entsprechenden Fachausschüsse reinkommt, um auch dort nochmal diskutiert zu werden. Und zwar von allen Seiten, wirklich von sehr objektiven und nicht rein subjektiven Seiten. Vielen Dank. Recht vielen Dank, Frau Hannemann. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für die Petition und auch für die Darlegung hier, für die Beantwortung der Fragen, für Ihr Engagement. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die sehr sachliche Diskussion. Jetzt geht die Arbeit im Petitionsausschuss und in den Fachausschüssen weiter. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt 2.